In dieser Woche hat der Deutsche Bundestag der Opfer der Flüchtlingskatastrophe auf dem Mittelmeer gedacht. Mehrere hundert Menschen sind bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, zu Tode gekommen. Und wir beklagen diese Opfer, wir trauern um sie. Wir müssen aber auch darüber reden, was Politik besser machen kann, damit solche Katastrophen möglichst vermieden werden. Und dazu müssen wir erstens die Seenotrettung ausweiten. Wir müssen auf einem viel größeren Gebiet im Mittelmeer dafür sorgen, dass Schiffe dahin kommen, wo Menschen in Seenot sind, um sie zu retten. Wir müssen zweitens die Schleuserbanden bekämpfen, die aus Geldgier versuchen, mit den Menschen ein Geschäft zu machen und sie in völlig unzureichenden Booten übers Mittelmeer schicken. Wir müssen drittens ernsthaft prüfen, ob wir eine legale Einreisemöglichkeit schaffen oder zumindest die Möglichkeit, einen Asylantrag in einer europäischen Botschaft zu stellen, schaffen. Und wir müssen viertens Fluchtursachen bekämpfen. Weltweit befinden sich 50 Millionen Menschen etwa auf der Flucht. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie in ihrer Heimat, in ihren Heimatländern Perspektiven bekommen, dass wir Frieden schaffen, dass sie wirtschaftliche Perspektiven sehen. Danach ruft auch die Afrikanische Union und wir sollten diesen Ruf ernst nehmen. Deshalb, wir haben eine humanitäre Verpflichtung zu helfen und deswegen müssen wir ganz ernsthaft politisch darüber diskutieren und auch zu Lösungen kommen.